Ich habe die Solidaritätsveranstaltung angemeldet, um Solidarität mit den deportierten, ermordeten Sinti und Roma und ihren Nachfahrinnen zu zeigen. Ich bin selber Nachfahrin, also Enkelin von Überlebenden des Holocaust. Und es wurde immer wieder Müll hier abgestellt, Sperrmüll, der zuletzt 2 Tage lang hier lag. Und das sind so die Zustände, wo wir dann gesagt haben, wir wollen es nicht mehr hinnehmen, wir wollen jetzt endlich etwas dagegen tun und kämpfen. Ich bin heute nach Neumünster gefahren, weil es diese Veranstaltung am Sinti- und Roma-Denkmal in Neumünster gab. Der Grund war, dass dieses Denkmal verschmutzt wurde und immer öfter mit Müll bedeckt wird und sich die Vorsitzende der Bundesvereinigung der Sinti und Roma, Kelly Laubinger, auch gemeldet hat. Und das war sehr wichtig herzukommen, denn es ist absolut nötig, gegen Rassismus und gegen Diskriminierung zusammenzustehen in diesen Zeiten und nicht nur extra die Opfergruppen für sich alleine, sondern wie es hier ist, die breite Gesellschaft. Und deswegen ist das eine sehr gute Veranstaltung, meine ich, und ein negativer Anlass, den wir aber ins Positive bringen können, nämlich, dass wir alle gemeinsam gegen Rassismus, gegen Diskriminierung dagegen stehen, denn in diesen Zeiten müssen wir dieses tun bei dem Erstarken, dieses starken Rechtsrucks, den wir in Europa haben, ist das absolut lebensnötig. Ich heiße Hanno Willerweg, ich arbeite an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme für die Evangelische Kirche. Ich bin aber hier, weil wir natürlich im Team eine Einladung bekommen haben und gerne hier vertreten sein wollten, weil ich das ein wichtiges Anliegen finde, dass an dieser Stelle auch an die Menschen gedacht wird, die 1940 deportiert worden sind und an die Menschen, die davon betroffen waren, die auf diese Weise ausgegrenzt und verfolgt worden sind, möchten wir eben gerne erinnern. Und dass an dieser Stelle eben, wo das Mahnmal, also immer vorsichtig, nicht gut behandelt worden ist. Ein Gedenken ist, dass wir den Standort öffentlich machen. Das finden wir wichtig und das wollten wir gerne unterstützen. Ich erinnere mich gut an das erste Gespräch, das ich mit Kelly Laubinger und Marlo Thormann hier im Hart hatte. Es hat mich tief berührt, diese Geschichte zu hören, dieses Leben in Neumünster, die Erfahrungen. Und dann diesen Weg zu gehen, die Sinti in Neumünster sichtbar zu machen, für die Sinti und Roma in Schleswig-Holstein, in Deutschland eine Stimme zu sein. Und vor dieser Arbeit, die so wirklich auch erfolgreich ist, die uns alle deutlicher sehen lässt, vor dieser Arbeit habe ich großen Respekt. Ich bin also hier im Gedenken an die Opfer, aber auch im Respekt vor der Arbeit von Kelly und Marlo und bin auch hier, um ein Teil zu sein einer Gemeinschaft, die sich engagiert, die sich kümmert, die gerade steht, die aufrecht ist, sich Rassismus entgegenstellt. Das ist eine Aufgabe für uns alle, jeden Tag, egal wo wir sind. Und ich will Teil sein dieser Bewegung gegen Rassismus, für ein gutes, freies Leben gemeinsam hier bei uns. Ja, also Neumünster ist die Heimat vieler Menschen und vieler Kulturen und es ist wichtig, daran zu erinnern, was während des Zweiten Weltkrieges hier passiert ist. Daran erinnern teilweise Stolpersteine, daran erinnert auch das jährliche Kranzniederlegen am Holocaust-Gedenktag, aber eben daran erinnert auch dieses Mahnmal der Sinti und Roma hier im Hart. 38 und es ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen, heute hier zu sein, mit Angehörigen ins Gespräch zu kommen und auch ganz deutlich zu zeigen, nie wieder ist jetzt, wir vergessen nicht.